Stereo, dreidimensional, also vorschieben bis 45 cm, entweder mit Draht oder ohne Draht. Wenn wir ohne Draht gemacht haben, kontrollieren wir, indem wir die blaue Spritze nehmen und entsprechend einmal über den blauen Kanal angesetzt testen. Und irgendeiner muss da ein Stethoskop wahrscheinlich draufhalten. Richtig, ne? Sonst hören Sie es ja nicht. Ja, blubbert. Ah ja, habe ich auch gehört, ganz eindeutig. Also, das war Schieben 1 bis 45 cm, jetzt 1 lösen und am Weißen festhalten und vorschieben, sodass sich der Ballon freisetzt und jetzt natürlich zweimal pusten. So braucht man nicht, weil es ein Rückschlagventil drin. Einmal 50 ml, zweimal 50 ml, haben wir vorher eine Hernie festgestellt, müssten wir viermal entsprechend Luft füllen. Pusten wir das jetzt. Ne? Jetzt kommt ziehen. Ne? Einmal ziehen bis zur Fixierung an der Kardia. Dann wird hier fixiert am Mundstück. Gut. Dann wird hier fixiert. Zweite Häkchen gezogen. Und nochmal gezogen. Der Stent wird freigesetzt. Schön fest fixieren am Körper. Jetzt entweder ganz ziehen, dass sich der Ballon von alleine entleert, oder halt das gesamte Ventil absetzen, dann würde sich der Ballon auch entleeren und dann den ganzen Stent entfernen. Jo.